Oh, da sind wir wieder live. Heute Morgen unser erstes Insta-Gespräch mit dem Institut für Patientenerleben. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Und zwar spreche ich heute mal wieder mit Professor Dr. Ulf Dittmer. Der ist Direktor unserer Virologie und auch Direktor des WZI. Und wir hatten es ja angekündigt, es geht heute natürlich ums Thema Impfen. Ihr könnt wie immer unten gerne in den Kommentaren eure Fragen stellen. Falls wir da was übersehen sollten, beantworten wir die auch noch im Nachgang, weil wir das Video auch speichern werden und dann können wir auch noch in den Kommentaren nachher eure Fragen beantworten. So, ich schaue jetzt mal eben, ob er schon online ist und ihn dazu holen kann. So, nochmal ein neuer Versuch. Dringt auch nicht immer durch, wenn man hier die Anfrage raussendet. Ist ja auch schon die erste Frage, habe ich schon mal gesehen. Ich werde gleich auch mal wieder durchscrollen und gucke ich, ob wir dann direkt reinspringen und antworten können. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass ich hier unseren Protagonisten, den Dittmar, hinzufügen kann. Also ich finde ja, Insta sollte diese Funktion mal freischalten, dass man kurz bevor man live geht, schon irgendwie diese Anfrage rausschicken kann und man nicht immer diese dämliche Überbrückungszeit hat, wenn es gerade noch nicht klappt. Aber das geht ja allen dann so. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin sehr sicher, dass das gleich klappen wird. Ist auch nämlich nicht immer so klar, dass bei uns in jedem Gebäude das WLAN stabil ist. Also da kann man dann auch schon mal Probleme haben, sich vielleicht einzuwählen. So, jetzt sehe ich aber hier eine Anfrage. Das sieht gut aus. Ah. Ja, hallo. Hallo. So. Hallo Professor Dittmar, da sind Ja. wir wieder zusammen, zusammengeschaltet. genau, uns haben gerade auch über Social Media so einige Anfragen erreicht, einige Unsicherheiten, die jetzt so ganz aktuell sind. Ein großes Thema, was viele beschäftigt, ist die Unsicherheit der Kombination mit den verschiedenen Impfstoffen. Also jemand hat jetzt zuerst mRNA bekommen oder beziehungsweise wahrscheinlich ja erst AstraZeneca und soll jetzt eben mRNA bekommen. Und da ist die Unsicherheit groß. Was weiß man über die Kombination? Ist das nicht eher gefährlich? Was weiß man da aktuell schon zu? Ja, wir wissen jetzt abschließend noch nicht alles, muss man sagen. Es läuft dazu eine größere Studie in Oxford. Die Ergebnisse kennen wir aber noch nicht. Wir kennen bisher nur die Ergebnisse zu den Impfreaktionen. Und die Impfreaktionen sind etwas stärker oder etwas häufiger, leichte bis mittlere Impfreaktionen, als das bei zwei gleichen Impfstoffen der Fall war.
Das haben wir so ein bisschen erwartet, muss ich sagen, weil es ist nicht so, dass wir das bei anderen Impfstoffen nicht machen. Wir mischen tatsächlich sehr häufig Impfstoffe. Und in der Regel führt das eben dazu, dass man eine stärkere Immunantwort damit nochmal induziert, wenn man zwei verschiedene Impfstoffe nimmt. Und wenn man eine stärkere Immunantwort auslöst, dann hat man in der Regel auch etwas stärkere Impfreaktionen oder Nebenwirkungen. Und diese Daten aus Oxford gibt es jetzt. Die Daten zum Schutz haben wir leider noch nicht gesehen, obwohl die für Mai angekündigt waren. Es gibt jetzt erste Daten aus Spanien. Die haben letzte Woche eine Pressekonferenz gegeben, wo sie gezeigt haben, dass tatsächlich bei so einem Mix, erst AstraZeneca, dann BioNTech zum Beispiel, dass die Immunantwort stärker ist, als wenn man zweimal einen RNA-Impfstoff oder zweimal AstraZeneca. Kann schon mal zumindest sagen, wenn man die Kombination bekommt, hat man vermutlich einen höheren Schutz sogar noch, wobei ja eigentlich der Schutz schon wirklich beider Impfstoffe so für sich ja schon wirklich gut ist im Vergleich. Aber es kann eben sein, dass eben die Impfreaktion noch mal ein bisschen stärker ist bei dem einen oder anderen, weil klar, das Immunsystem einfach dann noch mehr arbeitet, weil noch mal was Neues, sage ich mal, dann kommt durch die verschiedene Wirkweise, sage ich mal, der beiden. Genau, dadurch, dass sie ein bisschen andere Wege haben, das Immunsystem zu aktivieren, kommt es bei einer Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff dann häufig, und das ist offensichtlich das, was wir genau sehen, noch zu einer stärkeren Aktivierung des Immunsystems. Wir gehen also davon aus, dass der Schutz, auch wenn wir diese Daten noch nicht gesehen haben, mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar noch besser als diese tollen Daten, die wir von dem Impfstoff alleine schon gesehen haben. Jetzt hatte ich von einigen, die da eben ein bisschen skeptisch sind, gehört, dass die auch schon die Idee hatten, vielleicht belasse ich es erstmal bei der Erstimpfung, warte jetzt mal ab und sage ich mal, verzögere den Abstand, der eigentlich jetzt so gegeben ist zwischen Erst- und Zweitimpfung. Ist das eine gute Idee? Was weiß man denn mittlerweile wirklich zu dem Immunschutz, den man aufbaut nach einer Impfung? Ja, der ist halt nicht so wie nach zwei Impfungen, das wissen wir. Es gibt schon einen Immunschutz auch nach einer Impfung, aber der liegt so bei den RNA-Impfstoffen oder auch bei AstraZeneca bei 50, 60% Schutz vor Covid-19, also vor Erkrankung. In der Regel ist der Schutz vor schwerer Erkrankung auch schon sehr gut eigentlich. Der liegt schon sehr hoch. Die Gefahr ist so ein bisschen, dass bei nicht vollständiger Impfung man sich trotzdem infizieren kann und das Virus weitergibt. Das ist natürlich schlecht, um die Pandemie insgesamt unter Kontrolle zu kriegen. Und wir haben auch so ein bisschen Befürchtung, dass wenn zu viele Menschen, die schon einmal geimpft sind, sich infizieren, dass eventuell wieder neue Viren entstehen könnten, die dem Immunsystem zumindest teilweise aus dem Weg gehen. Ja, das heißt, das war ja auch so immer das Thema, wie kann man noch eventuell das Virus weitergeben trotz Impfung? Da hat man ja jetzt, glaube ich, zuletzt gesagt, nach, sage ich mal, wirklich man durchgeimpft ist, ist es sehr zumindest unwahrscheinlich, weil die Viruslast sehr niedrig ist. Das ist eben ein Unterschied wahrscheinlich dann zu der Erstimpfung, dass man dann vielleicht noch einfach mehr Viruslast dann doch hat, die man auch noch so weitergeben kann, dass es infektiös wäre für andere. Genau, der erste Unterschied ist, wie viel überhaupt noch sich infizieren können. Wir wissen ja jetzt aus sehr schönen Daten von Israel und auch England, dass vollständig Geimpfte auch zu 90% ungefähr überhaupt vor der Infektion geschützt sind. Wenn man sich nicht infiziert, kann man das Virus natürlich auch nicht weitergeben und auch keine neuen Mutanten entwickeln oder so. Wenn man aber nach der Erstimpfung nur zu 50, 60% vor der Erkrankung geschützt ist, ist man wahrscheinlich nur zu 20 oder 30% vor der Infektion geschützt und könnte dann eventuell auch so viel Virus vermehren, dass man es auch weitergeben kann und dass eventuell neue Virusmutanten entstehen. Also zu viele Menschen, die nur einmal geimpft sind. Das ist für die pandemische Lage nicht gut. Das heißt, man sollte den Leuten da wirklich Mut zusprechen.
Auch wenn es um die Kombination der Impfstoffe geht, wo Sie ja sagen, klar, eventuell hat man eben mehr Reaktionen, dass man trotzdem, sage ich mal, sagt, nee, Zähne beißen durch. Für die Gesamtlage und auch für mich und mein Umfeld ist es wirklich gut, wenn ich zweimal geimpft bin. Das hat schon seinen Sinn, ne? Dass der Körper einfach diesen Boost nochmal bekommt mit der zweiten Impfung. Und ist es auch so, dass, sage ich mal, man weiß ja jetzt grundsätzlich noch nicht, wie lange der Schutz aufrecht hält. Aber ich denke, nach zwei Impfungen ist es auf jeden Fall so, dass der länger sein wird als eben nach einer Impfung, abgesehen Ja, von der Prozent. genau, auch davon gehen wir aus. Bei Antikörpern, die ja wichtig sind für den Schutz eben auch, wissen wir, dass je höher der initiale Wert ist von der Antikörpermenge, die wir haben, desto länger kann man auch Antikörper nachweisen. Die werden dann immer weniger über die Zeit, aber wenn der Ausgangswert höher ist, dann dauert das viel länger. Und der Ausgangswert wird nochmal deutlich erhöht bei der Zweitimpfung. Ich gucke jetzt gerade mal eben, weil eine Frage reinkam. Meine Impfung ist im August, 6 Monate Auffrischung. Fragezeichen. Ja, wir wissen noch nichts über eine Auffrischung, wenn man vollständig Ja. geimpft ist. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, aber da sind wir auch jetzt wirklich erst so in der Lage, dass man versucht herauszufinden, wie viel Antikörper braucht man eigentlich, um geschützt zu sein. Da gab es zwei Schwierigkeiten bisher, nämlich wir hatten gar keinen wirklich Tests, womit wir genau die Höhe der Antikörperantwort bestimmen konnten. Wir haben jetzt einen WHO-geeichten Standard, den wir in allen Testen mitlaufen lassen können, sodass wir genau sagen können, auch zwischen verschiedenen Tests, jemand hat so und so viel Antikörper. Das war bis vor wenigen Wochen gar nicht möglich, da hatten wir diesen Standard nicht. Und jetzt gilt es noch herauszufinden, da laufen gerade große Studien, welcher Titer nennen wir das, Antikörper-Titer, also Antikörpermenge, ist denn letztendlich mit einem Schutz assoziiert. Da laufen große Studien, das wissen wir sicherlich bald. Und dann können wir wirklich auch gezielt jetzt Menschen untersuchen, wie viel Antikörper hat der. Ist der noch geschützt, ja oder nein? Muss der nochmal geimpft werden? Muss es eine Auffrischung nochmal nach 6 oder 9 Monaten geben? Da werden wir bald sein, aber da sind wir noch nicht ganz. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen zum Stichpunkt Titer. Genau, hatte ich mich nämlich auch selbst gefragt, warum man das noch nicht einsetzt sonst, um wirklich zu gucken, gut, wie hoch ist der schon nach einer Impfung oder nach zwei, dass man auch für sich persönlich einfach sehen kann, ich bin gut geschützt, weil es gibt ja auch Menschen, wo die Impfung vielleicht gar nicht so gut durchschlägt, die dann auch wissen würden, okay, Titer ist jetzt nicht besonders hoch. Das könnte man damit ja auch rausfinden dann im Prinzip. Genau, dafür ist das wichtig. Wir haben eben ja auch Menschen, die wir hier auch im Klinikum untersucht haben, vor allen Dingen organtransplantierte, immunsupprimierte Menschen, die reagieren sehr schlecht leider auch auf die Impfung. Auch nach Zweitimpfung sehen wir da sehr wenig. Nur, hier ist es besonders wichtig, dass wir jetzt einen Standard haben, dass wir wirklich Antikörpertiter angeben können. Bisher waren das nur so interne Werte von jedem Test unterschiedlich und man konnte eigentlich nicht wirklich von Antikörpertitern sprechen. Das können wir tatsächlich weltweit erst seit April diesen Jahres. Man kann also auch nicht bei der Impfung jetzt, sag ich mal, es gibt keinen Standard-Titer bei anderen Impfungen, die man sonst nutzt, wo man irgendwie sagt, das kann man jetzt vergleichen, die Höhen, das muss schon immer individuell dann auch wirklich sein, dass Ja, man Referenz. das kann man jetzt zwischen Viren nicht vergleichen. Da gibt es jetzt Ja. keine Möglichkeit. Man muss jetzt also in großen Studien, da braucht man sehr viele Daten für rausfinden, sehr viele geimpfte Menschen. Wer einen solchen Titer hatte, ist der noch, haben sich da welche infiziert, ja oder nein, sodass man am Ende festlegen kann, also das ist der Titer, wenn wir den haben, wenn wir den finden. Dann sehen wir keine Infektion mehr, dann gibt es quasi hundertprozentigen Schutz. Jetzt hatten man ja auch schon öfter mal gehört, dass Menschen durchgeimpft sind, trotzdem genau positiv getestet wurden. Vielleicht sollte man da aber auch noch mal sagen, 100% Schutz gibt es ja sowieso auch nicht. Und es geht ja vor allen Dingen eben darum, schwere Verläufe zu
verhindern. Das heißt, ein positiver Test sagt ja jetzt erstmal auch nicht aus, dass man sehr krank wird. Das war auch nochmal eine Verunsicherung bei manchen. Nein, diese Menschen sind eigentlich nie schwer krank, weil die Impfstoffe einen fast hundertprozentigen Schutz vor schwerer Erkrankung vermitteln. Aber eben nur in Anführungsstrichen, das ist für einen Impfstoff übrigens ein tolles Ergebnis. Bei anderen Impfstoffen, die wir schon ja, viel länger anwenden, erreichen wir das häufig nicht. Schützt vor Infektion zu ungefähr 90%. Das heißt, es bleiben 10% übrig. Wenn wir Millionen von Menschen impfen, werden wir Impfdurchbrüche haben. Und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern einige tausend. Das ist ganz simple Mathematik. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Impfstoff versagt hat, sondern dieser Impfstoff funktioniert so gut wie andere Impfstoffe, die wir verwenden, funktionieren nicht so gut tatsächlich. Ja. Ich gucke mal eben gerade durch. Hier stellt noch eine Zuschauerin die Frage. Meine Frage wäre, wie viel Prozent der Bevölkerung muss für eine Herdenimmunität aufgebaut werden? Also, Ja, ja. wir gehen ungefähr von so 70% aus, die man braucht, dass das Virus danach kaum noch zirkulieren kann. Das könnte sich allerdings ändern. Wir haben jetzt schon eine infektiösere Variante, nämlich die englische. Möglicherweise gibt es noch Varianten, die noch infektiöser sind, und sich noch leichter verbreiten können. Vielleicht die indische. Das wissen wir nicht so ganz genau. Und wenn es Varianten gibt, die sich noch viel besser verbreiten können, dann brauchen wir tatsächlich für Herdenimmunität noch eine höhere Prozentzahl der Bevölkerung, weil dieses Virus dann in der Lage ist, in den übrigen 20, 30% sich trotzdem noch weiter zu verbreiten. Das hängt so ein bisschen von dem sogenannten R-Wert, ja, der Reproduktionsrate des Virus ab. Und der ist zwischen dem vorherigen Virus, was wir letztes Jahr hatten, und der englischen Variante schon um 0,3, 0,4 gestiegen. Und das führt dazu, dass wir noch mehr für die Herdenimmunität brauchen. Ich gehe jetzt mal eben hier weiter durch, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Bei der spanischen Studie wurde BioNTech verwendet. Kann man die Ergebnisse auch auf Moderna übertragen als mRNA-Impfstoff? Also ich denke ja, ohne dass es jetzt dazu Daten gibt. Ich denke, in der Oxford-Studie, die hoffentlich bald kommen wird, meine ich, ist auch Moderna eingesetzt worden. Aber die Daten zwischen BioNTech und Moderna sind wirklich so vergleichbar bei bisher allen Studien, die wir gesehen haben. Tatsächlich ist Moderna immer noch ein Tick besser als BioNTech, sodass ich absolut davon überzeugt bin, dass das vergleichbar ist. Jetzt sehe ich hier noch eine Zuschauerin, genau, ist eher ein Hinweis als eine Frage. Ihre 86-jährige Mutter, an Alzheimer erkrankt, hat im Januar kurz nach der ersten Impfung Corona bekommen. Also erkrankt, schreibt sie auch. Das ist ja nochmal die Sache. Oh gut, man muss natürlich schon ein bisschen Vorlaufzeit auch haben. Man ist ja nicht direkt geschützt, sondern es dauert ja, bis das Immunsystem Ja. hochfährt. Ja, also gerade nach der Erstimpfung, wenn dann sich jemand leider infiziert hat, haben wir schon Erkrankungen gesehen, auch Verläufe, die stärker waren. Wir haben aber auch schon nach Erstimpfung kaum Todesfälle gehabt, jetzt hier zumindest in der Stadt Essen. Wir hatten ja einige Ausbrüche auch von geimpften Personen, gerade auch einmal geimpften Personen in Altersheim. Aber tatsächlich war die schreckliche Bilanz dieses Virus da deutlich vermindert schon, wenn man das mit dem Zeitalter vor der Impfung vergleicht. Was sagt man so im Schnitt, wie viel nach der ersten Impfung sind 10 Tage, 14 Tage, wo man sagt, da ist schon, sage ich mal, dieser Schutz aufgebaut, den man durch die erste Impfung hat, oder dauert es noch länger eher? Ja, wir wissen, dass wir so die ersten wirklich starken Immunantworten nach ungefähr einer Woche messen können, nach einer Impfung. Bei Antikörpern dauert das manchmal noch ein bisschen länger, also da eher 2 Wochen, sodass man eigentlich davon ausgeht, dass man den ersten richtigen Impfschutz nach 2 Wochen hat. Allerdings kann es schon sein, wir hatten eben auch den Fall hier in Essen in einem Altersheim,
Da haben sich Menschen sehr schnell nach der Erstimpfung infiziert, wenige Tage. Aber dieser kleine Vorsprung für das Immunsystem, schon vorher mit dem Impfstoff da eine Immunantwort induziert zu haben, hat gereicht, dass keine dieser Personen, obwohl sie Hochrisikopersonen waren, schwer erkrankt ist. Ja, da sieht man mal wirklich, wie gut schon auch dieses erste Triggern Ja. rein. Das ist ja wirklich enorm. Ich gehe mal weiter durch. Finden Sie es gut, dass die Menschen in den Testzentren teilweise nur eine halbe Stunde angewiesen werden? Ich schätze mal, die Beobachtungszeit ist gemeint. Reicht das aus? Es geht ja um die allergischen Reaktionen, denke ich mal, die ganz wenige Menschen haben. Ja, wir wissen, dass die Akutreaktionen nach der Impfung, dass die innerhalb von wenigen Minuten auftreten. Also die Nachbeobachtung an der Stelle für allergische Reaktionen oder anaphylaktischen Schock reicht auf jeden Fall aus. Der tritt entweder dann ein oder er tritt nicht ein. Diese anderen Nebenwirkungen wie diese Thrombosen bei AstraZeneca, das dauert natürlich länger, das kann man jetzt aber auch, das dauert ja einige Tage, also mehr als 5 Tage in der Regel. Das kann man jetzt nicht durch eine Nachbeobachtung lösen. Das kann man nur sozusagen lösen oder dem vorbeugen, indem sich jeder selbst beobachtet und wenn es ihm irgendwie verdächtig vorkommt, dann zum Arzt geht. Die allergische Reaktion, wenn man die erste Impfung, wenn man dann nichts hatte, ist davon auszugehen, dass die zweite Impfung auch nichts auftreten wird. Sonst hätte man auch wahrscheinlich nach der ersten Impfung auch schon eine Reaktion gehabt sofort, ne? Genau, das ist sehr selten. Also, dass es dann bei der ersten Impfung nichts gab und man bei der zweiten Impfung schwere Allergie kriegt oder allergischen Schock, das ist fast ausgeschlossen. In der Regel hat es ja auch anaphylaktischen Schock bei Personen gegeben, die das schon mal in ihrem Leben gehabt haben, nach einer anderen Situation, entweder Impfung oder Wespenstich oder Bienenstich oder sowas, ja. Also Menschen, die sogenannte Anaphylaktiker sind, die haben ein gewisses Risiko. Es ist ja letztendlich das Verpackungsmaterial der RNA, wo die drauf reagieren, gar nicht die RNA selber. Ja, jetzt das Thema Kinder und Impfen kommt natürlich jetzt immer mehr, ne, weil da ja auch gerade die Zulassung läuft. Das wäre natürlich auch, wo wir jetzt gerade über die Herdenimmunität gesprochen haben, natürlich wahrscheinlich eine wichtige Gruppe. Ne? Ansonsten wird es natürlich schwierig, das zu erreichen, um sich gegen die Pandemie zu stellen. Ja, also es gibt da verschiedene Aspekte, die sich auch widersprechen. Und deswegen ist es jetzt auch ganz wichtig, das tut die EMA ja gerade und wird, wenn die EMA fertig ist, auch nochmal die STIKO tun. Wir wissen, dass Kinder deutlich weniger betroffen sind von der Erkrankung Covid-19. Ja, das ist einfach so. Das ist Fakt, auch immer, wenn das immer wieder bestritten wird. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo es auch mal schwere Verläufe in Kindern gibt. Es wird auch immer behauptet, es gibt Long-Covid bei Kindern. Das ist noch nicht völlig klar. Es ist nicht ausgeschlossen, aber das ist noch nicht völlig klar gezeigt in Studien. Also Kinder sind weniger betroffen. So, jetzt kommt es darauf an, wenn man Kinder impft, wie viele Nebenwirkungen haben wir in diesen Kindern? Ja. Ist das Nebenwirkungsprofil und der Profit für Kinder geimpft zu werden gesundheitlich, ist das in einem vernünftigen Verhältnis? Da muss man jetzt genau darauf achten. Wenn es schwere oder zu häufige Nebenwirkungen in Kinder gibt, dann muss man das nochmal überdenken. Allerdings wird es dann schwierig mit der Herdenimmunität, was Sie gesagt haben. Weil Kinder können das Virus übertragen, vor allen Dingen das Englische. Die englische Variante kann durchaus eben auch stärker von Kindern übertragen werden. Und wir werden es sehr schwer haben, eine Herdenimmunität zu erreichen, wenn Kinder nicht geimpft sind. Aber wenn Sie medizinisch dann nicht von profitieren von der Impfung, sondern es sogar noch medizinische Probleme geben sollte,
dann muss das genau durchdacht werden. Und Sie sprechen wahrscheinlich jetzt nicht gerade von den üblichen Impfreaktionen, sondern wirklich von Nebenwirkungen, die bei Kindern, wo man es einfach noch nicht genau weiß jetzt, wenn da wirklich was stärker auftritt und gehäuft, dass man dann wirklich abwägen muss, ja, wenn das häufiger auftritt und allerdings das Coronavirus an sich kaum schwere Verläufe macht, bis wirklich gar keine Symptome, ist das natürlich eine Überlegenssache, ne, Genau, wie. diese Daten müssen sich eben jetzt die EMA und die STIKO dann nochmal genau angucken. Ja? Wir wissen inzwischen, wie viele Fälle bei infizierten Kindern haben wir, die letztendlich im Krankenhaus enden. Da haben wir Zahlen zu mit verschiedener Symptomatik und es sind sehr wenige, auch hier in Essen bei uns über das ganze letzte Jahr sehr, sehr wenige. Da muss man sich jetzt genau die Daten angucken und jetzt muss man sich die Nebenwirkungsprofile in der Impfstudie von BioNTech und auch Moderna, die Studie ist ja fast gleichzeitig gelaufen, die Daten kommen jetzt auch direkt zur EMA, muss man sich genau angucken, was da Risiko-Nutzen ist und das exakt für Kinder eben jeden Alters wieder neu auch abwägen. Okay. Ich glaube, damit ist die Frage auch hier wirklich gut beantwortet. Ich gucke mal eben, genau, das zielte auch nochmal darauf ab. Eine letzte Frage kam noch rein, da geht es jetzt auch nochmal wieder um die Ko Kombination zwischen AstraZeneca und BioNTech. Da wird nochmal auf das Alter jetzt wirklich angespielt. Die Thrombosegefahr war jetzt vermehrt anfangs eigentlich bei jüngeren Frauen eher das Problem bei AstraZeneca. Es gab, glaube ich, jetzt Einzelfälle auch bei Älteren, wobei ich jetzt immer nicht genau weiß, ob das wirklich jetzt ein kausaler Zusammenhang ist oder ob man das noch gar nicht genau jetzt wirklich weiß. Deswegen die Frage von einer Dame, die jetzt 50 Jahre alt ist, ob da die Kombination zu empfehlen ist. Also bei AstraZeneca ist es so, dass klar mit dem Impfstoff assoziiert sind ja die Thrombosen, die auftreten, nachdem eigentlich eher das Gegenteil erst passiert ist. Nämlich nach dem Impfstoff haben diese Menschen bilden die Antikörper gegen ihre Blutgerinnungsfaktoren, gegen die Blutplättchen. Und dann haben sie erstmal eigentlich ein Gerinnungsdefizit. Und dann kommt es aber in bestimmten Regionen dann eben in der Hirnvene zu Verklumpungen von dem Rest der Blutplättchen. Also eigentlich ein paradoxer Ablauf, den kennen wir auch sonst so überhaupt gar nicht in der Medizin. Deswegen ist das eindeutig mit der Impfung assoziiert. Und nur diese Thrombosen darf man eigentlich wirklich zählen. Ja, und natürlich gibt es auch bei Geimpften Thrombosen, weil es gibt auch bei nicht geimpften Thrombosen, ja, also ständig. Ja, also das ist zufallsmäßig auch nach Impfungen einzelne Thrombosen nach RNA-Impfungen gegeben hat. Das ist rein dem Zufall geschuldet. Aber die haben eben nicht diese ganz besondere Entstehungsgeschichte. Die haben keine Antikörper gegen unsere Blutplättchen. Ja. Das ist mit AstraZeneca assoziiert. Und das ist ein Risikofaktor, ist ganz klar, jünger zu sein. Ein weiterer Risikofaktor ist, eine Frau zu sein. Und ein dritter Risikofaktor, ganz klar, ist zu rauchen. Je mehr man von diesen Risikofaktoren hat, desto mehr, muss man sagen, hat man durch die Impfung keinen Nutzen mehr, sondern eher ein Risiko. Und für diese Person sollte eigentlich wir haben ja bessere Impfstoffe an der Stelle oder ungefährlichere Impfstoffe für die Gruppe von jungen weiblichen Rauchern zum Beispiel, die sollte man mit RNA-Impfstoffen impfen, unbedingt. Ja, die Frage stellt sich meinem Freundeskreis auch wirklich sehr oft jetzt im Moment, ja, weil eben AstraZeneca nun mal in Arztpraxen jetzt angeboten wird. Habe ich jetzt viele, sage ich mal, so um die 30, aber auch eben Männer, die sich jetzt eben fragen, ja gut, ich würde den jetzt bekommen, den anderen jetzt aktuell nicht so gut, mache ich es oder? Ist halt schwer zu sagen dann, ne? Ich kann das verstehen, das wäre Entscheidung, aber Auch männlich ist. ja, Ja. tatsächlich ist es so, wenn man sich die schweren Verläufe, ich nehme jetzt mal eine Altersgruppe raus, bei Frauen zwischen 20 und 30 Jahren anguckt, die schweren Covid-Verläufe,
dann kann man, wenn man Mathematik macht, letztendlich nicht zu dem Ergebnis kommen, dass für die eine Impfung mit AstraZeneca empfehlenswert ist, weil die haben ein sehr geringes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Also da passt diese Risiko-Nutzen-Analyse an der Stelle eben nicht mehr. Ja. Für Männer ab 40 braucht man darüber nicht zu reden. Da ist das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, deutlich höher als das einer schweren Nebenwirkung oder Thrombose nach AstraZeneca-Impfung. Okay. Ja, klar, und im Endeffekt bleibt es nur einem selbst, muss man für sich überlegen. Genau. Ja. So, eine letzte Frage kommt rein. Ob ein Impfstoff nach hormonbedingtem Krebs empfehlenswert ist oder ob das eigentlich auch gar keine Rolle spielt. Also grundsätzlich bei Tumorerkrankungen ist eine Impfung immer empfehlenswert, weil eigentlich alle Tumorpatienten, es ist noch unterschiedlich, welcher Tumor da betroffen ist oder welcher Tumor zugrunde liegt, aber alle Tumorpatienten sind Risikopatienten bei Covid-19. Und es gibt sehr viele schwere Verläufe in Tumorpatienten. Insofern ist es hier besonders wichtig, dass Menschen, die eine Krebsbehandlung hinter sich haben oder einen Krebs überstanden haben oder akut einen Krebs haben, sich impfen lassen. Okay. Gut, ich gucke mal einmal kurz durch, ob ich nichts übersehen habe. Nee. Ja, nee, wir haben alle Fragen beantwortet. Dann bedanke ich mich für die Zeit. Und ich würde mich nochmal melden. Vielleicht machen wir nochmal einen Live-Talk, wenn sich nochmal einige Fragen so gesammelt haben, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wie auch immer. Und wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Woche. Also hier donnert es gerade ordentlich. Ich weiß nicht, ich bin gerade im Homeoffice. Hier geht die Welt gerade unter in Schönebeck. Hier am Klinikum geht es noch. Hier ist es auch dunkel, aber Vielleicht es donnert noch nicht. kommt es gleich rüber, ja. Ja. Okay, dann bedanke ich mich auch bei den Zuschauern und auch für die Fragen und sag mal bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Bis Ja, dann. ciao. Tschüss.